wir letztes Jahr rumgeeiert haben mit diesem blöden Material. Durch die neue Technik brauchen wir jetzt viel weniger Werkzeug. Und das macht mich jetzt oder uns glücklich. Es ist 2020 und wir sind wieder mal am Dürrenberg. Diesmal wollen wir das Schmieden optimieren, Schäftungen schnitzen und aktiv Vortrieb machen. Naja, schauen wir mal, was dabei rumkommt und wie viele Zentimeter es am Ende dann wirklich sind. Na, guck mal, das haben wir neu gemacht. Das Geltendorf, jo. Das ist schön geworden. Ja, ziemlich schön. Salz erleben. Servus, Thomas. Hallo, Philipp. Unsere Salzmanufaktur produzieren wir seit heuer wieder Salz aus dem Dürrenberg direkt. Ja. Und ihr sucht euch heim, das schönste Wetter aus. He? Ja, perfekt. Ihr habt wieder einiges vorher. So, schon einiges geplant, die Experimente wieder und viel zu tun. So, da kommt die Bahn. Bei unseren archäologischen Ausgrabungen hier am Berg finden wir auch immer wieder die keltischen Werkzeuge, die vor über 2000 Jahren zum Salzabbau gedient haben. Um den keltischen Bergbau in Gänze zu verstehen, müssen wir natürlich auch die Werkzeuge der Kelten verstehen. Dazu bauen wir die Schäftung originalgetreu nach und sammeln die Daten der Experimente. Wir protokollieren das Ganze zum Experiment, indem wir die Zeit messen, mit was wir arbeiten, in welchem Gebirge, welche Technik wir anwenden, wie viel Kübel wir am Ende Abraum haben. Und dann Pickel 1, Schäftung C, Schäftung G. Jemand noch Lust auf ein Stück Speck, bevor wir loslegen? Klar. Stärkung! Durch die neue Technik brauchen wir jetzt viel weniger Werkzeug und die Zeit, die wir brauchen, hat sich halbiert, mindestens. Naja, also, und das ist viel einfacher zu handeln als das, was wir vorher ausprobiert haben. Wir haben einen stilisierten keltischen Steckamboss gebaut, der jetzt natürlich nicht geschmiedet ist auf die Schnelle, sondern zusammengeschweißt und so hingeschliffen, dass er in etwa die Form hat. Und da haben wir gemerkt, es passt genau vom Schäftungshaus für den Lappenkittel auszubauen. Gold ist jetzt gleich fertig, die Lappen sind so gut wie ausgeschmiedet. Jetzt müssen wir den nochmal einmal drüber ziehen, danach schneiden wir ihn ab und schmieden die Spitze aus. Und dann haben wir einen Lappenpickel. Ausgangsprodukt, Endprodukt. Ist nicht ganz perfekt, das sieht man hier einseitig an dem Haus. Da ist ein bisschen wenig Fleisch, aber der zweite ist das jetzt, wo wir wissen, wie es geht. So, ja, passt. Ich bin sehr zufrieden, das ist unsere gelungene und die haben wir gestern etwas kürzer geschmiedet. Jetzt sind wir bei 30 cm gesamt und ich bin gleich gespannt, ob sie sich gut reinbeißt. Freue ich mich schon drauf. So, wie lange habe ich noch? 10 Minuten noch. Wie jetzt? Ja. Bin ja schon eine halbe Stunde dran. Nee, um 5 nach hast du angefangen, ich jetzt 10 nach. Bei mir lassen die mal doppelte Zeit laufen, verdammt. Ha. Stopp! Spitze ist gut. Da sich im Salz alles Organische perfekt konserviert, wissen wir auch, aus welchem Holz die Schäftungen sind. Es ist meistens Buchenholz mit einem spezifischen Astwinkel von rund 60 Grad. Und so entsteht dann nach gut 1,5 Stunden eine perfekte Schäftung. Naja, fast perfekt. Mann, ey. Na. Was ist passiert? Das Holz ist zu trocken. Es ist abgelagertes Holz, ungefähr vor 3-4 Monaten gefällt. Schlechtes Ausgangsmaterial. Schade, die Schäftung wäre wunderbar geworden, eine perfekte Schäftung. Aber bei der Bearbeitung kaputt gegangen. Die zweite, weil das Holz nicht stimmt.
Aber auch im Berg scheint unser Material an seine Grenzen zu stoßen. Oh, die Hacke zerlegt es gleich. Hier haben wir jetzt eine typische Verschleißspur in dieser Knieholzschäftung. Und zwar ist der Zinken gerissen. Der Riss läuft schon weit in den Schäftungskopf rein. Ich versuche jetzt etwas nachzuempfinden, was wir oft finden, dass man das Arbeitsmaterial wirklich so lang wie möglich versucht hat, einsatzbereit zu halten. Das Schöne an dieser Bindetechnik ist, die kommt ganz ohne Knoten aus. Ich hoffe, es hält jetzt. Ja. Aber da müssen wir auch dazu gehen, ne? Ich glaube. Das waren jetzt 6 Tage voll experimenteller Archäologie. Wir haben leider nur effektiv 6 Stunden im Berg abbauen können. Aber dabei haben wir gelernt, den Vortrieb zu strukturieren und in 15-Minuten-Sessions fast 1/4 Kubikmeter Salz abgebaut. Und das hört sich zwar ganz gut an, aber am Ende sind es dann doch nur 4 cm Vortrieb. Dürrenberg, Junge aus Helland, fährt in Salz zum Vater ein. Bringt ihm, weil ihn die Mutter bat, die Jause, die Papa vergessen hat. Am Lappenpickel! Lappenpickel und Schleifstein, er wollte schon immer gerne Bergmann sein. Hört er Stimmen, locken ihn vom rechten Pfad. Und ein Felsen, der sich ablöst, fällt auf ihn herab. Und während ihn der Tod ereilt, des Vaters Kumpel seine Jause teilt. Nun liegt er hier seit mehr als 2000 Jahren, er ist nur ein einziges Mal eingefahren und wartet auf den Stöllner da, der ist ihm schon ganz nah. Das kann ich immer auch meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, die jünger sind. Traut euch was und macht's was. Das ist auf gut Österreichisch. Wir brauchen in unserer Gesellschaft einfach Mut, Dinge umzusetzen. Und ich glaube, dann kommt auch unsere Gesellschaft voran. So, meine famous last words. Herzlichen Dank.